einem Engel trat Gott in dein Leben. Du bist erschrocken, hast Raum ihm gegeben, in dir zu wachsen als dein Kind unterm Herzen. Die Hoffnung der Welt geboren unter Schmerzen. Was nicht möglich scheint, das erkennen wir hier. Gott ist nicht ferne, er will wachsen in dir. Wir jubeln und tanzen, können es sehen. Gott rettet.
Am Anfang des Lukas-Evangeliums steht ein Lied, das wie kaum ein anderes das Wirken unseres Gottes in dieser Welt besingt, das Magnificat. Dieses Lied wird Maria, der Mutter Jesu, in den Mund gelegt. Maria oder Mirjam, wie sie wahrscheinlich in ihrer Heimat geheißen hat. In diesem Lied besingt Maria einen Gott, der Menschen aus jeglicher Unterdrückung befreit und in eine Freiheit führt, die sie bis daher nicht gekannt haben. Eine Freiheit, die sogar durch den Tod hindurchgeht und in die Auferstehung führt. Maria kann das aus vollem Herzen tun, denn das alles hat sie ja selber erlebt. Und sie ist dabei keine Frau, die zu allem Ja und Amen sagt, was Gott ihr zumutet. Als der Engel ihr die Geburt eines Sohnes verkündet, da fragt sie zunächst nach, wie soll das geschehen? Und als sie später den jugendlichen Sohn bei der Wallfahrt nach Jerusalem verliert, da konfrontiert sie Jesus mit seinem Verhalten. Wie konntest du uns das antun? Sie setzt sich auseinander mit dem, was Gott ihr zumutet. Sie bewegt all diese Dinge, die sie oft gar nicht versteht, zuerst in ihrem Herzen. Erst dann kann sie Ja und Amen sagen. So wird Maria für mich zur Gottesträgerin im mehrfachen Sinn. Sie trägt zum einen Gottes Sohn in ihrem Leib. Sie trägt auch all die Zumutungen, die damit verbunden sind. Und umgekehrt weiß sie sich von ihrem Gott in ihrem Leben getragen. Maria ist für mich mal wie eine Schwester, mal aber auch wie eine Mutter in den Zumutungen, die das Leben an mich selber stellt. Sie übernimmt für mich gewissermaßen eine Brückenfunktion. Ich kann die Dinge, die heute mir passieren, genauso in meinem Herzen bewegen und dann zurückfragen. Zurückfragen in die Zeit von Maria. Maria, wie hättest du das denn getan? Wie hättest du jetzt gehandelt? Und so kann ich aus diesem Dialog heraus Antworten finden. Und in diesem Dialog hat alles Platz. Der Zweifel und die Fragen genauso wie der Jubel und das Vertrauen, dass Gott letztlich mich in allem, was mir passiert, trägt.